Mitsubishi Charisma Evo 6 Black Diamond. So heißt die Straßenversion des dreifachen Rallye-Weltmeisters. Und mit Tommy Mäkinen sollen die Lorbeeren zum vierten Mal eingefahren werden. Der Charisma ist eigentlich ein Lancer, aber diese marketingpolitische Schummelei fällt bei so viel Kriegsbemalung gar nicht weiter auf. Die Schminke wird von Evo zu Evo martialischer. Eine Serie 8 oder 9 mag man sich da kaum noch vorstellen. Doch sei's drum, dieser Mitsubishi will schließlich kein Schönheitskönig sein, sondern der Serienabkömmling eines Rallye-Weltmeisters. Und da kann die Optik schon ein wenig prolomäßig geraten. Innen sieht der Charisma Evo 6 dagegen so aus, wie jeder Mitsubishi aussieht. Von Charisma keine Spur. Von wegen schwarzer Diamant, Silberfischchen wäre passender gewesen bei so viel Alutant. Die Sitzposition ist zwar ein wenig hoch, aber über die Sitze selbst muss man sagen, einfach klasse. Sie haben diesen Streichler verdient. Unter der verhutzten Haube des Mitsubishi warten 280 turbogestriegelte Pferde darauf, endlich losgelassen zu werden. Diese kleine Unart dient der Vermeidung von Hitzestaus. Wenn so viel Kraft zum Abschuss freigegeben wird, freut sich der Gasfuß. Dank Allrad wird jedes Krümelchen Leistung in den Asphalt gepresst. 5,3 Sekunden von 0 auf 100 sind das stramme Resultat. Auch den rallye-typisch ABS-losen Bremsen merkt man an, dass sie den Wagen fest im Griff haben. Ausgehend von 100 km/h kehrt nach nur 38,6 Metern wieder Stillstand ein. Die Bilder zeigen es deutlich. Der Charisma Evo verhält sich narrensicher. Schnelle Richtungswechsel verursachen in so einem Gerät keinerlei Aufregung. Mehr unangenehm als problematisch ist nur das plötzliche Ansprechen nach dem Turboloch. Nach so viel Sicherheit im Umgang mit Pylonen ist auch der Umgang mit Elchen im gleichnamigen Test ein Kinderspiel. Sie werden nicht umgefahren, sondern souverän umfahren. Auch auf dem Handling-Kurs ist es weitaus mehr als nur Schall und Rauch, was der kompakte Knaller aus Japan an Sportlichkeit offeriert. Unter der rüpeligen Hülle lauert ein rein rassiger Sportwagen. Ultra agil und neutral. Selbst der derbste Gasfuß-Indianer vermag ihm nur ein leises Übersteuern zu entlocken. Am Fahrspaß wesentlich beteiligt ist der 2 Liter große Kampfhund, den die Experten aus dem Mitsubishi-eigenen Motorenzwinger hochgezüchtet haben. Ab 3600 Umdrehungen pro Minute beißt er derart kraftvoll zu, dass selbst einem Porsche Hören und Sehen vergehen. Darunter freilich plumpst er in ein arges Turboloch. Auch ist der Sound eher das turbotypische Winseln als ein echter Ohrenschmaus. Trotzdem wird das Unglaubliche wahr. Mit 19,35 Sekunden hängt der Evo 6 sogar den Porsche GT3 ab. Platz 1 bei den Rundenzeiten auf dem Handlingkurs. Mit dem geschlagenen Supersport 911er hat der Charisma nicht nur die Kompromisslosigkeit gemeinsam, sondern auch den nicht vorhandenen Federungskomfort. Aber die Evo-Lutionäre bei Mitsubishi sollten sich mal das Getriebe vornehmen. Ihm fehlt ein sechster Gang. Es hakelt und fühlt sich an, als müsste man es schonen. Und das bei einem 80.000 Mark Rennwagen.